seid. Schön, dass es euch gibt. Dankeschön. Wir werden jetzt heute gemeinsam einen perfekten Abend erleben, wenn wir ihn nicht schon hatten. Er geht noch weiter. Keine Angst, ich freue mich sehr, für euch heute spielen zu dürfen. Das erste Mal für mich eigentlich auch Premiere. Vorhin das ABC-Spiel, das erste Mal selber gespielt auf meiner Bühne, glaube ich. Und jetzt heute ein eigenes, selbstentwickeltes Konzept nur für euch heute Abend. Dankeschön! Impro-Theater hat mein Leben verändert, denn es ist viele Jahre her, da habe ich gemerkt, ich mache viel zu viele Dinge. Ich mache immer noch sehr viele Dinge, aber irgendwann wurde es wirklich zu viel und ich hatte tatsächlich einen Burnout. Also ich habe wirklich zu viel gemacht und dachte, ich muss mein Leben verändern. Eine Sache, die mir schon immer wichtig war, war das Impro-Theater. Mit den Spontanisten zusammen habe ich damals Impro-Theater wieder neu für mich entdeckt und ich muss sagen, Impro-Theater verändert das Leben. Wenn ihr selber Lust habt, Impro-Theater zu lernen, wenn ihr es nicht schon tut, ganz viele aus den Kursen. Es gibt ganz viele Kurse. Mittlerweile ist es so arg angewachsen. Ich habe über 130 Menschen in der Woche, die ich unterrichten darf. Und ganz viele sind heute da. Der neue Anfängerkurs beispielsweise wird gar nicht mehr von mir selber unterrichtet, weil ich es einfach auch nicht mehr schaffe. Aber ich habe zwei fantastische Trainerinnen ausgesucht, die das ab sofort machen werden. Hier vorne die Steffi und dann die Katharina. Jetzt schon sagen, es wird nach den Osterferien einen neuen Anfängerkurs geben, auch mit zwei Trainern. Das werde ich noch nicht verraten, die werden dann auch hier. Das wird auch nicht ich sein, sondern ein neuer Anfängerkurs wird starten. Neben den ganz anderen Kursen, die ich mache. Seid ihr zwischen 5 und 9 und habt Lust, Impro zu lernen? Es gibt einen Kinderkurs oder ab 9. Auch dann, es gibt sogar einen Kurs ab 60. Einige aus meinem Seniorenkurs sind heute auch da. Aber Impro macht noch so viel mehr. Ich habe mittlerweile die Bescheinigung vom Herz-Jesu-Krankenhaus, dass Impro auch heilend ist. Ich bin in der Kinder-Jugendpsychiatrie, unterrichte dort auch Impro-Theater, bringe den Kindern und Jugendlichen bei, dass es okay ist, dass im Leben nicht alles so läuft. Dass es auch mal normal ist, dass nicht alles funktioniert, dass man mal scheitert. Aber das Aufstehen und das Selbstbewusster werden und Fehler anders zu betrachten, das macht einen stärker. Und das alles schafft Impro-Theater. Und ihr alle, ihr habt mein Leben verändert. Dankeschön. Für mich ist es schon ein perfekter Abend, aber vielleicht machen wir ihn noch perfekter. Ich nicht alleine auf der Bühne, ich werde gleich das Konzept erklären. Den beiden auch nochmal, die es noch nicht 100% wissen, was funktionieren wird. Bei mir auf der Bühne, aus Freiburg, der wunderbare Armin Hagner. Ich freue mich, mit dir diesen Abend gestalten zu dürfen. Vor kurzem gab es ja das Impro-Festival in Fulda, das erste Fuldaer Impro-Festival. Und am Abend gab es eine Aftershow-Party. Und da war ein junger Mann dabei, den ich auch schon lange kenne, mit dem ich auch die Spontanisten mitgegründet habe, mit seiner mittlerweile Ehefrau. Und der hat gesagt, er hätte auch mal Bock, irgendwie mal was anderes auszuprobieren. Und vor allem gerne mit diesem wunderbaren Menschen und mit dem anderen wunderbaren Menschen. Mit dem ganz tollen Schicki natürlich. Auf der Bühne mal zu stehen. Matthias Haus! Perfekter Abend. Wir werden für euch einen perfekten Abend auf dieser Bühne nachempfinden, nachspielen. Einen perfekten Abend, den es vielleicht bei euch gab, mal bei euch im Publikum. Hat jemand von euch schon mal einen, zumindest aus seiner oder ihrer Sicht, perfekten Abend erlebt? Mal Hand hoch. Gehilde, du meldest dich. Gehilde hat sich zuerst gemeldet aus meinem Kurs. Gehilde, du hast gesagt, du hast schon mal einen perfekten Abend erlebt. Was war das denn für ein Abend? Das war mein 60. Geburtstag. Das war dein 60. Geburtstag. Ja. Ich finde das eigentlich eine schöne Idee, den 60. Geburtstag nachzuempfinden auf der Bühne heute. Gehildes 60. Geburtstag. Wir schreiben das mal auf. 60. Geburtstag von Gehilde. 60. Geburtstag, ja. 60. Geburtstag. Nur für euch, dass wir es uns merken können. Was war denn so besonders an diesem Tag? Ja, ich habe mir einen philosophischen Abend gewünscht. Du hast einen philosophischen Abend? Was war denn da philosophisch an der Mann? Das Geschenk war eine Weisheit, eine Lebensweisheit. Von der du wusstest vorher, dass du eine Lebensweisheit bekommst? Ja, das habe ich mir gewünscht als Geschenk. Und du hast sie an dem Abend bekommen, eine Lebensweisheit? Ich habe sie an dem Abend bekommen. Okay. Die wurde an diesem Abend auch verlesen.
Die wurde erlesen, vorgetragen. Von wem wurde sie denn vorgetragen? Von dem, der mir sie schenkt. Jeder Gast musste eine Weisheit mitbringen. Jeder Gast hat ja eine Weisheit mitgebracht. Jeder Gast hat eine Weisheit mitgebracht. Jeder Gast eine Weisheit. Wo hast du denn gefeiert? Bitte? Wo hast du gefeiert? Bei uns im Garten. Im Garten, das war eine Gartenfeier. Ja. Das war eine Gartenfeier im Garten. Und wie viele Gäste waren da? 12 Gäste? 12 Weisheiten? Ja. 12 Gäste? Was waren das für Gäste? Ganz bunt gemischt. Bunt gemischt? Ja. Bunt gemischt, das heißt, 12, mal zwei, drei Beispiele, also mein, beruflich. Mein Bruder aus der Pfalz. Dein Bruder aus der Pfalz? Hat der einen Akzent? Okay, einer aus der Pfalz, dein Bruder aus der Pfalz. Der Bruder aus der Pfalz. Okay. Bruder aus der Pfalz. Ja, aber das ist ja super gnädig. Okay, wer war noch da? So? Mein Klavierlehrer. Dein Klavierlehrer. Der Klavierlehrer, okay. Noch eine Person, eine weitere Person? Ich hatte ein endliches Personal. Personal? Ja. Personal reicht mir, Gilde. Personal. Oder ist was Besonderes an diesem Personal? Ja, ich hatte eine Bedienung, eine sehr charmante und einen Koch. Eine sehr charmante Bedienung und einen Koch. Und Koch. Okay, ich würde sagen, das reicht uns. Das reicht uns. Wir fangen an dem Morgen dieses Tages an. Es war ja wirklich auch sicherlich aufwendig, das alles vorzubereiten. Wer von euch ist Gehilde? Muss es Gehilde sein? Nee, es muss nicht Gehilde sein. Wir haben aber eine Dame, die ihren 60. Geburtstag feiert. Und alles, was hier passiert, ist möglicherweise auch bei unserem perfekten Abend passiert. Wir rufen jetzt ganz laut, wenn ich Abend Oma rufe, ganz laut, der perfekte Abend. Wir probieren das mal aus, habe ich vorhin mir nicht ausgedacht, dann bin ich jetzt gerade auf der Bühne. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Der perfekte Abend! Und los! Schatz! Robert, was ist? Wir müssen kochen. Heute Abend ist ein Fest. Ich weiß, ich bediene ja heute auch für diese tolle Frau. Die hat 60. Aber sie hat uns gesagt, wir sollen auch philosophische Weisheiten präsentieren. Bist du Fu im Kopf? Aber das mache ich nicht. Ja, das sollen alle machen. Es sind 12 Gäste da, bloß uns sind es 14. Jeder eine philosophische Weisheit. Schneide Karotten in Scheiben, dann haben wir fertig sein. Lass uns noch überlegen, wir werden bestimmt etwas finden, was wir dieser Dame präsentieren. Philosophie, du bist doch Koch. Ja, und für Koch, Küche sind doch Philosophen. Ja, am Erd. Aber nicht schreiben, lesen, ausdenken. Das kann ich nicht. Ich kann kochen und... Schatz, wir finden heute einen Moment auf dieser Party, wo wir uns auch küssen dürfen, ja? Oh, mein Gott, du machst mich ganz Karussell in die Kopf. Währenddessen im Garten. Was schreibst du denn auf? Ich überlege das Gedicht mit der Weisheit für den Jasjeber. Für deine Schwester? Richtig. Meine Frau? Genau. Aber ich habe da so Probleme mit der Weisheit. Weißt du, bei unserem Kern, da ist die Weisheit auf dem Grund von dem Glas und dem Kopf. Und das ist jetzt, das kann ich nicht verbalisieren. Aber sie mag Alkohol nicht gar nicht so richtig. Das ist ja das Problem. Hast du das noch nicht geschnallt? Ich werde dir heute auf jeden Fall meine Liebe gestehen. Also wir sind jetzt seit 30 Jahren. Aber ich habe ihr noch nie gesagt, dass ich sie liebe. Ich bin halt nicht so mit Gefühlen. Das weiß ich. Deshalb bin ich ja so froh, dass du sie geheiratet hast. Aber wie sage ich es ihr denn bloß? Du könntest nach dem Schätzelein...
Ich hab dich lieb. Aber ich, das muss mehr sein, das muss stärker sein. Schätzelein, ich hab dich sehr lieb. Das kommt schon fast in die richtige Richtung. Schätzelein, et es wird es. Das ist, oh, das ist gut, das ist von der Kölsche rumgesetzt, das schreibe ich mal auf. Et es wird, et küt wird küt. Das willst du ja jetzt sagen, oder was? Genau. Aber dann habe ich ja immer noch nichts. Einen Moment später im Salon. Danke. Dankeschön. Ich finde das ja sehr schön, dass Sie für mich heute Klavier spielen. Meine Liebe. Als mein Klavierlehrer habe ich recht. Es ist mir eine Ehre, meine Philosophie durch die Musik Ihnen weiterzugeben. Ach, Erwin. Ja, am 60. Geburtstag kann man auch per Du sein, Frau Gertrude. Oh, Gertrude? Ach, das vergessen Sie immer. Ich spiele jetzt erstmal wieder. Erwin, was wollen wir heute vielleicht vierhändig spielen? Wir brauchen einen Stuhl. Wir brauchen einen Stuhl. Ja, da liegt meine Jacke gerade drauf, aber ich glaube, es ist ja schon. Oh, danke schön. Habe ich Sie eingeladen? Oh. Nimm Platz. Aber ich weiß nicht, ob mein Mann das gut findet, wenn wir jetzt so spielen. Er ist sowieso ein bisschen eifersüchtig auf Sie. Wir spielen einfach uns warm, wie immer. Kling, klong, die Hexe ist tot. Kling, klong, die Hexe ist tot. Kling, klong, die Hexe ist tot. Tot, tot, tot. Das spielen wir. Hallo. Guten Tag. Sind Sie auch eingeladen auf dieser Party? Mein Name ist Professor Lüdenscheid. Fakultät für Philosophie. Don Giovanni da Vinci. Herzlich willkommen. Diese Frau scheint sehr viel Geld zu haben, wenn sie eine so große Gartenparty für 12 Leute mit Personal schmeißen kann. Ich habe mich ein bisschen hier hineingemogelt, müssen Sie wissen. Sie haben sich hineingemogelt. Da denke ich an Kants kategorischen Imperativ. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tut auch keinem anderen zu. Ich verstehe kein Wort, was Sie da sagen. Das also ist des Pudels Kern. Um mal Goethe zu zitieren. Ist er auch auf dieser Gartenparty? Nein. Er ist tot. Da wird er vielleicht nicht der Einzige sein am Ende des Diese Abends. Diese endlose Vergänglichkeit des Seins. Erfasst Sie das nicht auch? Ganz tief. Sie fassen mich gerade an. Und ich möchte das nicht. Ich akzeptiere Ihre Einstellung zum Leben. Sehr gut. Und Sie müssen akzeptieren, dass wir jetzt, glaube ich, schon genug Charaktere für diese Party haben. Sonst kommen wir durcheinander. Die Party rückt näher, weil einer geht doch. Och, ist das ein Stress wieder. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Gläser über Gläser. Sind ja 60 Leute. 60 Leute. Wollen wir Kerzen? Wollen wir Kerzen? Wollen wir Kerzenständer? Hat hier jemand Ständer, ihr Sachen? Das ist genau der richtige Humor für jemanden, der aus Köln angereist. Oh. Aber ich sollte doch mit Ihnen auf dieser Party, zusammen mit meinem Mann, dem Koch. Wer sind Sie denn? Ich bin angeheuert von der Leihfirma. Das ist ja ein Ding. Von welcher Firma sind Sie? Rast und Ruhe. Vormittags geschlossen, nachmittags zu. Die drängen sich auch überall in mein Geschäft, Rast und Ruhe. Ich gehe sofort meinem Mann Bescheid sagen.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, und die letzte Kerze noch nicht auf dem Tisch. Ich hätte gern einen Kirsch. Wir haben nur Eis, aber guck mal. Ich muss zurück nach Köln. Ich bin so aufgeregt. Mein 60. Geburtstag. Das wird so schön. Schatz! Schatz! Ja, hier bin ich. Komm, nimm mich! Nein! Ich weiß nicht, ob ich dich recht verstanden habe. Das ist doch auch nicht Weihnachten. Schatz, ich würde mir wünschen, dass du heute auch mal was Liebes sagst. Du hast noch nie was Liebes zu mir gesagt. Och, das haben wir geübt. Nicht gemotzt ist ja genug gelobt, oder? Mein Bruder ist ganz in der Nähe. Der kommt immer rein, einfach, wenn ich mit dir rede. Seit 30 Jahren mache ich das, weil ich den Jungen so gut leiden kann. Wollen wir nicht warten bis heute Abend, wenn alle Gäste da sind? Also ich übernachte hier. Wir auch. Ja. Das ist okay, ihr könnt das Sofa nehmen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht auf dem Sofa. Geschlafen. Wir haben das generell schon lange nicht mehr gemacht. Na dann. Ich will doch hoffen, ihr habt das noch nie gemacht. Das ist meine kleine Schwester, von der du da redest. Ich finde, sie ist ganz schön groß geworden. Und an den richtigen Stellen gewachsen. Ich brauche was zu trinken. Ich gehe noch ein bisschen Klavier üben. Mir fällt immer noch nichts ein. Na, klappt's? Ich bin ja da, noch nicht nervös werden. Du bist aber nicht mein Mann. Aber ich bin dein Klavierlehrer. Das geht mir trotzdem zu weit. Ich wollte dir das schon lange sagen. Du hast gesagt, unsere Musik, die berührt dein Herz. Die Musik ja, aber nicht deine Hände, bitteschön. Noch waren sie nicht an deinem Herz. Du sagst immer so liebe Dinge und mein Mann bekommt das nicht hin. Es ist die Sprache der Musik und der... Rapieren. Das ist mir doch egal, wohin. Sind Sie nicht der Maître D? Ich bin bitte was? Ich bin der Don. Ich bin kein Maître D. Du bist gleich ein Maître tot. Aber ich möchte doch nur hier meine Feuillera, die habe ich extra zubereitet. Für die Feierlichkeit. Wo ist denn der Topf von dem, wo alle essen werden nachher? Ist der vielleicht gerade unbeaufsichtigt? Aber die sind doch alle klein. Deshalb steht die Topf da drüben. Aber wenn Sie der Koch sind, wer ist dann bitte schön dieser Herr? Das ist natürlich mein Mann, den habe ich zur Handlanger-Tätigkeit herangeführt. Okay. Gut. Zu wissen. Sie sind eine lustige Mann. Noch bin ich lustig. Aber später lache nur noch ich. Sherry! Sherry! Magst du die Suppe nochmal abschrecken? Aber selbstverständlich. Und? Delicious. Oh, diese Suppe.
Petit mort. Richtig arbeiten müsste dann, würde ich dich jetzt auf die eise Erdplatte setzen und dich nach allen Regeln der Sollte mein Mann sollte das auch mal wieder machen, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich würde mir wünschen, dass Sie auch heute etwas Philosophisches auf meinem Geburtstag sagen würden. Kann er nicht vielleicht, weil ich muss kochen und die Suppe und... Sie beide, jeder auf dieser Party. Wir sind nur 14 Leute auf dieser Party und die sind nicht mal alle hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das machen würden. Kannst du vielleicht die Internet googeln? Aber ich möchte es nur nicht wissen. Ich gehe ganz kurz und Sie überlegen noch. La vie et... Soup? Une soup? Und la vie et une soup? Wait. Das ist gut, das gefällt mir. Nespa. Sag es nochmal. La vie et petit soup. Schwager! Schätzelei. Ich brauche etwas, was ich meiner Frau sagen kann. Irgendwas Liebes, irgendwas, wo sie hier dahin schmelzt. Ich habe das Gefühl, dieser komische, schmierige Klavierlehrer, der macht sie die ganze Zeit an und das stört mich. Aber ich kann es ihr nicht sagen. Ich war noch nie eifersüchtig so richtig. Und ich habe ihr noch nie meine Gefühle so richtig gesagt. Und ich möchte das jetzt tun. Dann fangen wir mit einem... Das war das Faustakzent. So machen wir dann anders. Aber ich finde das schön, du probierst immer noch diese anderen Sprachen zu sprechen. Weil ich diese französische Bier getrunken habe. Ich hab das französische Bier getrunken und das kann mir ja nicht bekommen. Ja nicht. Ich merke, ich höre es ja. Okay. Jetzt bin ich wieder ganz bei dir. Ich habe einen Tipp für dich. Auch. Pass auf, ich sag dir jetzt mal meine Gefühle. Ich mag dich nicht. Ich hab dich noch nie gemocht. Ich finde das furchtbar, dass du mit meiner kleinen Schwester da zu jange bist. Das geht ja nicht. Und ich wünschte, es wird dich nicht geben. So, jetzt du. So geht das. Aber das hilft mir gar nicht. Ich hab nicht versucht zu helfen. Aber ich hab doch gefragt, ob du mir hilfst. Ja, aber da hast du ja noch gedacht, ich würde dich mögen. Da hast du deine Fehler gesehen. Und weißt du, warum ich das jetzt mache? Nein! Weil du nur alt bestellt hast. Weil ich nur was? Weil du nur Altbier bestellt hast. Nicht mal was Ordentliches hier im Gulch. Aber ich dachte, halbtrockenes Bier ist gut. Da fängt es doch schon an. Das geht nicht. Werden wir irgendwann Freunde? Wenn du dich scheiden lässt und sie mit dem Schmuck-Klavierlehrer was? Ein neues Leben angefangen hat, dann könnte man Freunde werden. Ich gehe jetzt diesen Klavierlehrer suchen und dem zeige ich's. Und wenn ich's dem gezeigt habe, zeige ich's dann nach dir und dann diesen komischen Mafiosi-Typen, der überhaupt was. Ich habe keine Ahnung, warum überhaupt diese Party ist. Den habe ich eingeladen. Der hat gesagt, er hat da eine Spezialzutat. Du könnt alle meine Probleme lösen, hat er gesagt. Hast du es etwa auf unser Erbe abgesehen? Oh! Ich weiß. Ding. Ding. So! Ich hab's mir anders überlegt, gerade auf dem Weg zu dir. Du lässt meine Frau in Ruhe. Diese Frau ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe sie mehr als jedes einzelne Ding auf dieser Welt. Ich liebe sie so sehr, wie meine Schuhe und meine Socken zusammen. Oh mein Gott, das hast du mir ja noch nie gesagt. Schatz. Warum muss ich erst mit dem Klavierlehrer anbandeln, damit du endlich mal Ding herauskommst. Ding, ding. Schatz. Ich hab doch immer nur gewollt, dass du mal sagst, was dich bewegt. Du bewegst mich. Du bewegst mein Herz so sehr, dass es immer bum, bum, bum macht. Du bewegst mich so sehr, dass ich an nichts anderes denken kann auf dieser Welt. Egal, dass der Schalke 04 wieder verloren hat. Egal, was in der Formel 1 passiert. Und egal,
ob Bier alt oder halbtrocken ist. Du bist die Liebe meines Lebens. Und wenn ich nicht schon 40 Jahre oder wie weit lange, 60 bist du, 30 Jahre mit dir verheiratet wäre, dann würde ich jetzt auf die Knie gehen und dir nochmal einen Antrag machen. Weißt du was, Schatz? Gib mir noch 3 Minuten und dann werde ich was Hochphilosophisches sagen, wie alle anderen, die gleich zu dir kommen werden auf dieser Party. Und danach wirst du entscheiden, ob du mich liebst oder den, der gerade gegangen ist. Denk drüber nach. Das fühlt sich gut an. Ich habe gerade gedacht, wenn ich die Suppe gleich bringe, kann ich vielleicht meine Philosophie loswerden. Wäre das in Ordnung? Das wäre sehr in Ordnung. Es ist ein sehr guter Moment für mich gerade. In der Suppe ist viel Rahm und Mademoiselle hat ganz viel Charme. Ich möchte Ihnen was sagen. Moment. Ich möchte Ihnen was sagen. Wer sind Sie? Ich bin der Don. Ihr Bruder hat mich eingeladen auf diese Party. Ach, der Willi. Und um ehrlich zu sein, wollte ich Sie alle vergiften. Aber ich habe es mir anders überlegt. Keine Ahnung warum. Aber ich finde, ich habe hier nicht länger auf dieser Party zu suchen. Wie sehe ich, habe die Kapsel jetzt ganz in die Suppe gemacht. Ist alles, wie ich sie gesagt habe. Dankeschön. Okay, vielleicht sollte doch keiner von Ihnen die Suppe essen. Wenn es passiert, dann hoffentlich nicht Sie, denn Sie sind viel besser, als ich dachte. Wissen Sie was? Allein Ihre Anwesenheit, Ihr Charme und Ihre Idee, philosophische Dinge auf Ihrem 60. Geburtstag zu sagen, haben mein Leben verändert. Ich möchte Gutes tun für diese Welt. Ich möchte für Sie und für all diese anderen Menschen, die so gut zu mir waren im Leben, denen ich bisher immer nur Böses getan habe, auch mal Gutes zurückgeben. Ich werde jetzt ein italienisches Restaurant eröffnen. Das mache ich jetzt. Und koche Pizza, Pizza, Pizza. Und für Sie werde ich meine erste Pizza kochen. Das freut mich sehr, aber geben Sie mich vielleicht jemand anderem. Warum denn das? Die Ampulle. Die Ampulle was? Die Ampulle in der Suppe. Sie wollen meine Gäste vergiften und bieten mir eine Pizza an. Ja, aber das war doch mein früheres Ich. Ich habe mich verändert. Ich bin ein guter Mafiosi. Ich töte nur noch die, die es verdienen. Ihr Klavierlehrer, Ihr Bruder. Wieso denn mein Klavierlehrer? Mein Bruder? Den töte ich nicht. Wissen Sie was? Ich werde die Suppe wegnehmen. Niemand von Ihnen wird die Suppe essen. Ich werde die Suppe einfach verteilen. Mag jemand Suppe? Jerry, der Hauptgang ist draußen. Bis zum Dessert haben wir noch 15 Minuten. Das reicht ja dreimal! Entschuldigung. Vielleicht sollte ich das einfach mit meiner Frau zu ihrem 60. Geburtstag machen. Das wird sie umhauen. Das sofort hin. Jetzt fehlt nur noch mein Mann im Spruch. Hoffentlich hat er sich was Schönes ausgedacht. Alles schön, der Koch. Ach, mit der Sahne. Liebling. Schatz. Ja. Waren denn schon alle beide? Ich bin mir nicht sicher, ob schon alle da waren. Ja, ich bin ganz beseelt. Ich glaube, ich schreibe ein Philosophiebuch. Schatz. Ja. Wenn das Leben eine Achterbahn ist, dann möchte ich nur noch im Looping mit dir sitzen. Und? Sex. Okay. Hört sich gut an. Warte kurz. Noch mehr?
Das ist die beste Pilzsuppe, die ich je gegessen habe. Jetzt ist es ein perfekter Abend. Schatz!